Hey, hey, hallo Leute und willkommen zu einem neuen Projekt. Erstmal, der Sound ist vielleicht gerade ein bisschen laut, das wird sich gleich ändern. Und ich klinge vielleicht ein bisschen krank, ein bisschen erkältet. Das liegt dann daran, dass ich momentan wirklich ein bisschen erkältet bin. Wie auch in den letzten Projekten, weil ich das alles gerade irgendwie gleichzeitig aufnehme. In einer einzigen Krankheitsphase. Also ich hatte dieses Jahr erst eine Krankheitsphase. Nicht, dass ihr denkt, dass ich jetzt schon zum 100. Mal krank bin, falls ihr die anderen Videos verfolgen solltet. So, das Spiel ist Tomb Raider 4, The Last Revolution, und ich werde gleich mehr sagen. Wir gucken uns erstmal die Intro-Sequenz an, damit ich hier nicht so übertönt werde. Betreten wir diese geheiligte Stätte des Altertums, die ersten Schritte in diesem Grab seit Jahrhunderten. An so einem Ort kriege ich Gänsehaut. Nach Ihnen. Nicht schon wieder. Ich verstehe dieses Spiel nicht. Was ist denn hier los? Leute, ich sage euch mal ganz kurz meine Sorgen. Wir machen gleich weiter. Es leckt jetzt gerade übelst, ja. Das wird sich gleich ändern, keine Sorge. Ich wollte nur mal sagen, ich bin gerade ein bisschen wirklich verzweifelt. Ich hatte in dem Tomb Raider 2 Let's Play und in dem Tomb Raider 3 Let's Play am Anfang das Problem, dass das Spiel nicht mit Fraps gelaufen ist. Dass es einfach nicht funktioniert hat mit Fraps. Und dann habe ich hier und da ein paar Einstellungen getroffen, dies und das ein bisschen geändert und dann ging es wieder. Irgendwann ging es dann, wirklich. Und jetzt ist es gerade so, dass ich ständig tausende Einstellungen ändere, dann das Spiel anmache, mit Fraps-Aufnahme starte, merke, okay, es funktioniert jetzt, dann die Fraps-Aufnahme für das Let's Play starte und es dann wieder nicht mehr geht. Und das immer wieder hin und her. Und die gleichen Einstellungen, die dann für 5 Minuten mal funktioniert hatten, funktionieren dann plötzlich nicht mehr. Und das kotzt mich jetzt gerade an. Ich probiere jetzt weiter, bis ich irgendeine Einstellung finde, die dieses Let's Play endlich ermöglicht. Ah. So, hallo Leute. Ihr seht erstmal, es sieht hier gerade ein bisschen schöner aus, nicht so eklig weiß und es läuft jetzt gerade flüssig. Das heißt, ich habe jetzt gerade eine Einstellung gefunden, die funktioniert. Die Frage ist, wie lange funktioniert es? Ich werde jetzt einfach mal so weitermachen, den Part so aufnehmen und mich glücklich schätzen. So, ganz kurz ein paar Worte zu dem Let's Play und zu dem Spiel. Als erstes, Tomb Raider 4 spielt, soweit ich das weiß, zumindest im ersten Kapitel lange vor den anderen Teilen. Während die Teile, die dann später kommen, eben auch entsprechend erst später spielen. Das ist sozusagen ein kleiner Rückblick hier am Anfang. So. In diesem Spiel, also generell dieses Let's Play, ist das erste von den klassischen Tomb Raider Let's Plays, wo ich so ein bisschen meh rangehe. Aber warum gehe ich da so mehr ran? Oh, mein Stuhl quietscht wieder. Das will ich euch natürlich auch erklären. Und zwar ist... Also ich habe ja bisher von den Classics nur Teil 2 und Teil 3 gespielt. Und das waren ja beides meiner Meinung nach sehr gute Let's Plays. Ich werde Teil 2 irgendwann nochmal neu machen mit einem neuen Mikrofon. Weil ich finde, dass das Mikrofon einfach unfassbar scheiße war. So. Und... Das ist jetzt nicht euer Ernst. Das ist jetzt nicht... Das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Jetzt fängt... Das, also wirklich, es kann nicht an meinem PC liegen oder sowas. Also ich würde ja jetzt sagen, keine Ahnung, wenn das jetzt irgendein neues Spiel wäre hier, was weiß ich, Call of Duty Black Ops 3, dann würde ich sagen, in Ordnung, okay, mein PC ist dafür einfach zu schlecht. Aber das ist Tomb Raider 4. Das ist von 1203 oder so. Das ist... Wie ist das möglich? Ich verstehe es nicht. So, jetzt sind wir im Spiel und jetzt sollte es wirklich, wirklich funktionieren. Ich habe mir das Spiel jetzt extra über Steam gekauft, weil ich gemerkt habe, dass das Spiel immer dann angefangen hat zu laggen, wenn es versucht hat, auf meine CD zuzugreifen, also wenn es da stark laden musste. Deswegen habe ich es mir zu Steam gekauft und mir anschließend ein Deutschpatch zugelegt, was eine ganze Weile gedauert hat, weil der Download davon irgendwie 2,5 Stunden gedauert hat. Das heißt, jetzt funktioniert wahrscheinlich... Nee, das Steam-Interface funktioniert nicht. Okay. So, liebe Leute. Und damit jetzt nach all diesen Komplikationen schon direkt im ersten Part sage ich... Hey, hey, hallo, Leute. Und willkommen zu einem neuen Projekt.
Und diesmal richtig, es ist Tomb Raider 4 für den PC. Tomb Raider 4 The Last Revelation. Dem Teil, den ich von allen am wenigsten kenne. Also wirklich, das ist das Tomb Raider, was ich am allerwenigsten kenne von allen Teilen. Ich kenne es, glaube ich, sogar weniger als Teil 5. Wobei, na, es ist ungefähr auf einer Ebene mit Teil 5. Teil 1, 2 und 3 kenne ich. Ich kenne Teil 6, 7, 8 und auch Teil 9. Teil 9 gibt's nicht. Ich kenne Tomb Raider Anniversary, ich kenne das Reboot, ja, und gut, Rise of the Tomb Raider habe ich noch nicht gespielt. Ich kenne selbst diese Handy-, DS- und GBA-Spiele wahrscheinlich besser als Tomb Raider 4. Und deswegen wird dieses Let's Play wahrscheinlich ein bisschen anders als die von 2 und 3, weil ich nicht immer sage, oh ja, hieran erinnere ich mich noch und oh, das war geil und Das erste Level kenne ich noch und ich glaube, das zweite Level kenne ich noch. Und dann so eins aus der späten Mitte, sage ich mal, kenne ich noch, da erinnere ich mich noch sehr gut dran. Aber mehr nicht. Ich habe das ein bisschen früher zugeguckt, aber jetzt gucken wir erstmal weiter. Das da ist übrigens Werner von Croy. Vorsicht, hier ist nichts, wie es scheint. Versteckte Fallen und Fußangeln warten nur auf die Unvorsichtigen. Bleiben Sie dicht bei mir und folgen Sie meinen Anweisungen. Ja, und wie ich glaube schon gesagt hatte, das hier spielt jetzt erstmal in der Vergangenheit noch. Warum? Das erfahrt ihr noch im Laufe des Levels. Hier in dem Level liegen öfter so eine Goldschädel rum. Ich werde die allerdings nicht einsammeln, denn das Level hat so ein bisschen zwei Enden. Also nicht storymäßig, aber ein Weg, den man gehen kann. Da kann man entweder einen Weg gehen oder einen anderen. Und je nachdem, ob man diese Goldschädel einsammelt oder nicht, läuft man entweder den leichteren oder den schwereren. Wenn man sie einsammelt, läuft man den schwereren. Ich werde mich jetzt allerdings erstmal dazu entscheiden, die leichteren zu nehmen. Also wegen des Wissens, das hierin liegt, sind schon viele gestorben und nicht die schlechtesten. Grausame Naturen haben dieses Wissen gegen ihr eigenes Ende eingetauscht. Deshalb müssen wir diesen Ort respektieren. Wir werden nicht vom Weg abweichen und sie werden sich genau an meine Anweisungen halten. Ja, hier entlang. Ja, also ich gehe jedenfalls den leichten Weg und werde entsprechend die Schädel nicht einsammeln. Ja, hier sieht man Skelette und Leichen eben überall rumliegen. Und ich weiß gerade, was ich einen Fehler begangen habe. Wow, bin ich dämlich. Hallo. Oh, habe ich mich erschreckt. Ich bin richtig zusammengezuckt gerade. Wow. Ach Mist. Ach Mann. So, wir sind wieder hier. Praktisch direkt vor der Falle. Ach so, er macht die Fallen jetzt erst aus. Ah. Schwingen. Sehr gut. Das heißt, jetzt kann ich rübergehen. Haha. Das erste Hindernis. Ein kleiner Hopser, um Ihren, wie sagt man, Mut zu testen. Drücken und halten Sie die Gehentaste. Danach drücken Sie auf Vorwärts. Nö. Ich brauche keine Gehentaste. Ich weiß, ich hätte mich da jetzt so hier an die Kante stellen können. Das kennen wir ja auch aus den vorherigen Tomb Raider Let's Plays schon, aber das lassen wir. Oh nein, ein Wildschwein. Nein, Croy, lass uns weitergehen. Bitte töte das Wildschwein nicht. Croy, lass uns von Croy, Werner von Croy. Bitte komm einfach mit, okay? Hier musst du das Geduld, mein Kind. Mangelnder Respekt ist der Weg zur Sorglosigkeit. Unser Weg liegt jenseits dieses Stroms. Ja, ich weiß, wie man diese... Diese Kluft ist schon breiter und der Rand heimtückisch. Gehen Sie zunächst bis an den Rand, drücken Sie dann gleichzeitig auf Vorwärts und springen. Wenn Sie in der Luft sind, drücken und halten Sie die Aktionstaste und greifen Sie nach dem, was Sie zu fassen kriegen. Nein, ich werde das mit dem Anlauf machen. Ich mache das gefälligst... Ja, hier darf ich wahrscheinlich... Das hier verlangt nach einem Anlauf. Ich gehe als Erste. Von wegen als Erster. Na, von Croy. Ach Mensch, Werner, hast du gut gemacht. Aber meine Hilfe bekommst du nicht. So, für die, die es doch interessiert, der nächste Schädel liegt hier unten. Ah ne, noch eins weiter, genau. Hier unten irgendwo. Ja, also praktisch hier direkt unter uns. Vielleicht sieht man das hier irgendwie. Moment, ich zeig das noch. Da liegt er, da sieht man es. Ach, Moment, komm, wenn wir schon mal an den Kanten hängen hier, können wir auch noch kurz was Kleines machen. So, ein bisschen komplizierterer Move, aber Lara Croft kann das natürlich.
Hey Werner, hallo, Werni. Ein nützlicher Riss, gezeichnet von der Hand der Zeit. Für das untrainierte Auge nicht zu sehen. Sie sind ein richtiger Superheld, Werner. Ah ja, Superman. Superman, yeah. Werner, der Superman. So, Werner, laufen Sie zur Wand, drücken Sie dann vorwärts und halten Sie die Aktionstaste gedrückt, um zuzupacken. Nun drücken Sie die rechte Pfeiltaste, um sich darüber zu schwingen. Ihr braucht übrigens keine Sorge haben. Wir werden nicht hier jetzt das ganze Spiel über mit diesen ständigen Unterbrechungen und Tutorials gequält. Das ist jetzt nur hier im Prolog-Tutorial-Level so. Danach ist wieder alles gut im Lot. Drücken Sie nun die Vorwärtstaste, um hochzuklettern. Habe ich schon. Werner von Krui. Hallo, Krui. Wo bist du hin? Hier geht es steil hinab. Drehen Sie sich deshalb um und wenden Sie sich von der Tür ab. Drücken Sie gleichzeitig zurück und die Aktionstaste. Mhm. Lassen Sie die Aktionstaste wieder los, damit Sie zu Boden fallen. So, ich habe lange nicht mehr sowas wie Tomb Raider gespielt. Ich muss mich erstmal wieder so dran gewöhnen, dass ich auch immer wieder speichern muss. Ich mache das jetzt mal anders. Ich probiere jetzt was. Ha. So geht das nämlich. Hier wäre auch noch ein Schädel, aber wie gesagt, die Schädel brauchen wir nicht. Denn wir machen das auf die Pussy-Variante. Wo geht's denn jetzt wieder hoch? Scheiße. Also da ist ein Tunnel und da hinten geht's oder hoch. Oder ihren unvergleichlichen Seetang. Nichts gefunden, Lara? Na gut. Verwenden Sie die Vorwärtstaste und die Links- bzw. Rechtspfeiltasten, um sich über die Wasseroberfläche zu bewegen. Wenn Sie die Küste erreicht haben, drücken Sie die Aktionstaste und steigen aus dem Wasser. Die Küste. Da unten liegt irgendwas, oder? Nee, ich glaube, das habe ich mir nur eingebildet. Aber ich will jetzt trotzdem noch mal wissen, was ist in dem Tunnel da hinten. Ist hier nichts? Hä? Oder komme ich hier einfach nur raus, oder ist es? Ja, ich vermute mal, das ist von irgendwo aus... Ah, so ein Weg halt. Wenn ich irgendwo bin und dann runterfahre... Ah, nee, wahrscheinlich nicht. Keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich nur einfach so da. Oder? Also hier kann ich definitiv nicht hoch, deswegen... Naja, was soll's. Schwimmen wir weg. Oh, Kamera. Danke. So, unter Wasser ist man immer schneller als über Wasser. Das ist ein kleiner, guter alter... Suchen Sie nach einem Hebel oder Druckpunkt. Ganz in der Nähe muss einer sein. Ja. Wenn Sie ihn gefunden haben, drücken Sie die Aktionstaste, um ihn zu aktivieren. Hier, das ist so ein Druckpunkt. Glaube ich zumindest. Aber scheinbar nur so einer, den nur Cry benutzen kann. Das heißt, wir haben irgendwo anders einen Hebel und müssen den jetzt erstmal finden. Das ist jetzt das... Oh, das ist jetzt das Problem eben. Ich kenne das hier halt nicht so auswendig wie die anderen Teile. Okay, wir ziehen den Hebel nicht, wir drücken ihn scheinbar. Wie muss ich mich denn an den Hebel stellen, um den zu betätigen? Lara, bitte. Ah, okay, von hier aus. Gut. Hallo. Grüß. So, speichern wir nochmal. Immer schön auf dem, solange wir noch im ersten Part sind. Dann funktioniert das. Ja, der Magier. Hallo? Sie holen sich noch den Tod in diesen Klamotten, meine Liebe. Ein kleiner Sprint, diese Leiter hoch, wird sie wieder abtrocknen. Diese Fürsorge ist doch sonst nicht Ihre Art. Liebste Lara, Sie sind eine überaus wertvolle Karte in diesem Spiel. Sie alte Romantiker. Ja, manchmal jedenfalls. Whatever. Kreuz ein bisschen. Marschieren Sie zur Leiter und drücken Sie nun die Aktionstaste, um darin hochzuklettern. Halten Sie die Taste weiter gedrückt und verwenden Sie die Vorwärtstaste, um bis ganz nach oben zu klettern. Ja, danke, Kreuz. Ich benutze die Vorwärtstaste. Ich finde es immer so lächerlich, wenn in Videospielen wirklich so zu dem Charakter richtig gesprochen wird. Benutze die und die Taste. Ja! Weil... Dort oben befindet sich ein weiterer Hebel. Nein. Legen Sie ihn um und kehren Sie danach so schnell es geht zurück. Die Aufgabe ist fast gelöst. Woher weiß er das? Also, dass hier ein Hebel ist, meine ich. Hallo. Oh. Die Aufgabe ist fast gelöst. Oh.
Der Rest ist nur noch ein Katzensprung. Drücken Sie springen und halten Sie dann. Danach drücken Sie auf vorwärts und schwingen sich hinüber. Die Aktionstaste bloß nicht loslassen, sonst nehmen Sie nochmal ein paar. Der ist schneller als ich, oder? Der holt auf. Nee, nein. Du. Immer will er Erster sein, wirklich. Sowieso eine Leute gehen mir auf den Sack. Hä, hey, mir doch egal, habt ihr. Erster sein. Blödes Arschloch, Croy. Wirklich, Werner, ich habe mal viel von dir gehalten. Jetzt halte ich gar nichts mehr von dir. Würdest du bitte weiterklettern, Lara? Danke. Und ab. Und springen. Und lieber nochmal speichern. Wer weiß, was jetzt kommt. Ich weiß es auch nicht mehr so wirklich. Ich erinnere mich halt nur noch an das Ende des Levels und mehr kenne ich wirklich von dem Spiel eigentlich gar nicht. Was jetzt? Nein, nicht das Schweinchen. Aua. Töte es! Nein, ich kann doch nicht hingucken. Ah, nicht doch herkommen! Oh Gott, das sind zwei. Tschüss. Ich laufe weiter in der Hoffnung, dass da wieder eine Sequenz kommt, weil dann muss er sie wieder nicht töten. Hier, komm schon, Sequenz! Geh an! Hier kommt keine Sequenz! Hallo? Oh Gott, Stacheln! Davon steht nichts in meinem Heft. Ich fürchte, es lässt sich nur von innen öffnen. Wir müssen unter dem Gitter hindurch und auf mögliche Fallen achten. Mit wir? Meinen Sie mich, nehme ich an? In der Tat. Mein massiger Körper könnte mögliche Fallen auslösen. Sie hingegen können unbemerkt passieren. Wie passend. Da muss ich bestimmt nicht hier direkt geradezu durchkriechen. Oh Gott, da in der Mitte ist nochmal so ein Schädel, aber auch das... Stellen Sie sich vor, das Gitter. Drücken und halten Sie nun die Hockentaste. Gehen Sie auf vorwärts und kriechen Sie durch den Spalt. Seien Sie auf der Hut. Ich will mal kurz probieren, ob etwas Bestimmtes funktioniert. Nein, okay. Ich wollte nur mal gucken, ob man direkt aus dem Körper raus in die Hocke gehen kann. Aber es funktioniert wirklich nicht, schade. So, linksrum kämen wir, wie gesagt, zu dem Schädel. Das machen wir aber nicht. Was für eine romantische Geschichte. Denn so hat sie ihren Rucksack gefunden. Ha. Kann sein, dass dieser Hebel da links vorher, also vor der Sequenz, noch nicht da war. Also in der Sequenz, meine ich. Keine Ahnung. War in dem Inventar wenigstens, in dem Rucksack wenigstens irgendwas drin? Nein. Wow. Okay. Dann schieben wir das Rad rum. Kommt hierher gerollt, wa? Ui, hallo. Okay. Croy, warte auf mich. Ich glaube, Werner von Croy kommt tatsächlich nur in dem Teil und in Teil 6 vor. Und ich glaube in Teil 5 in der Intro-Sequenz, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Er ist auf jeden Fall jemand, der... Ah, ein Rucksack. Hoffentlich jetzt beginnt es. Die Augen der Verstorbenen sind auf uns gerichtet und ihre Rache ist fürchterlich. Wir müssen schnell sein, um schneller laufen zu können. Drücken und halten Sie die Sprint-Taste. Ist die hier? Nee, ist die hier? Ja. Oh Gott. Tauchen Sie durch die Öffnung. Tauchen Sie durch die Öffnung. Drücken Sie springen, um eine Tauchrolle auszuführen. Was denn für eine Öffnung?
Und was hat mich da gerade abgeschossen? Waren das Fallen? Ich habe keine Fallen gesehen. Der Garten der fünf Türme. Zur Rechten sehen Sie den Weg der Ketzer. Zu Ihrer Linken erkennen Sie den Pfad der Tugend. Sie kennen mich, Werner. Ich bin der geborene Tugendwächter. Ach ja. Ja, und ich glaube, hier ist es jetzt so, wenn man jetzt alle Goldschädel hätte, hätte sie, glaube ich, das genau andere gesagt und wir wären auch den anderen Weg gegangen. Ist der Tum. Ja, mein PC fängt nur an, komische Geräusche zu machen, wenn ich diese Taste gedrückt halte, die Sprint-Taste. Die ist hier auf Bindestrich. Jetzt wird es interessant, nicht wahr? Wie Sie sehen, ist das nichts für schwache Herzen. Wie fühlen Sie sich, Kleines? Ach, ich könnte mich glatt daran gewöhnen. Eigentlich hätte ich auch ganz gern den anderen Weg gezeigt, weil da sind noch ein paar Fallen. Die Tür vor uns können wir nur gemeinsam öffnen. Sie gehen zum Alkoven oberhalb der Tür. Ich aktiviere den Schalter hier unten. So, ich hätte wie gesagt auch ganz gern den anderen gezeigt eigentlich, weil der halt ein bisschen schwerer ist. Das wäre einfach vielleicht ein bisschen interessanter gewesen und so. Aber wir lassen es jetzt auf jeden Fall so dabei. Oh Gott, muss ich hier so? Nee. Obwohl. Okay. Nein. Okay, ich muss jetzt nur irgendwie einen Weg nach oben finden. Das machen wir auf jeden Fall in dem Part noch. Ich will in dem Part zumindest noch das Level schaffen. Mir doch egal, wie lang der Part ist. Aber wie komme ich denn da hoch? Nein, das wollte ich nicht. Ara. Ich habe eine Idee. Aber, also so stoße ich da immer gegen. Vielleicht kriege ich es doch hin. Hä? Nee. Das ist ja doof. Wie komme ich denn da hoch? Hä? Bin ich irgendwie gerade zu dämlich? Also jetzt mal ohne Mist, hä? Ich muss irgendwas übersehen, irgendwie. Hä? Ah. Drücken Sie zunächst auf Vorwärts. Dann drücken und halten Sie die Aktionstaste. Sobald Sie am Vorsprung hängen, halten Sie die Taste für das Kriechen gedrückt und schlüpfen durch den Spalt. Bleib du bei deinem Schalter stehen, okay? Bleib einfach bei deinem Schalter stehen. So. Ich komme hier schon klar, lieber. Ich habe Tomb Raider 3 gespielt. Da war das nicht sehr großartig anders. So, kannst du wieder aufstehen? Danke. Hä? Ich bin auch du. So, jetzt ist die Frage. Wow. Wow. Gut, dass ich so ein guter alter Tomb Raider Master bin. Oh, das ist aber echt ganz schön eklig gelegt hier. Also die Tasten, meine ich. Sind echt eklig gelegt. Weil das ist alles so weit auseinander. Und alles so unten. Ja, wie auch immer. Bisher nicht verstehen. Also hier kommt... Ah, okay, ich hab's kapiert. Ich hab's kapiert. Und zwar muss ich hier einen schönen weiten Sprung rüber zu dem Schalter. Oh, da ist sogar eine Rope. Ja, dann speichern wir nochmal. Und ob ich diesen Rope-Sprung schaffe, sehen wir. Schwingen Sie sich hinüber zum Alkoven, springen Sie von der Kante, halten Sie die Aktionstaste gedrückt, um nach der Weinranke zu greifen. Nehmen Sie die Finger von der Aktionstaste, um sie loszulassen. Sehen wir im nächsten Part. Oh, oh nein! Oh.